Hallo Leute, ja, ich habe mal wieder ein bisschen vorgespult und dabei sind dann wieder in drei Städten ein paar Häuschen dazugekommen, die nicht abgedeckt sind. Dann müssen wir gucken, dass wir die Bushaltestellen anlegen und dann schauen wir noch nach Bushaltestellen selber natürlich auch oder nach anderen Haltestellen, wie da so das Verkehrsaufkommen ist, beziehungsweise Personenaufkommen. Würde ich sagen, nach Mogo gucken wir weiter. So, dann sind wir hier in Wilsdorf. Da sieht alles erstmal prächtig aus. Machen wir Karte auf. Wir gehen hier rüber nach Schwandorf. Da ist alles abgedeckt. Dann Lippestadt. Da ist auch alles in Ordnung. Das war Erlangen. Auch alles in Ordnung. Ich glaube, dieses Stück ist vielleicht länger geworden. Kann das sein? Wenn das sieht noch gleich aus. Vielleicht ist ein Haus mehr und ich weiß es nicht. Friedrichsdorf, das ist glaube ich alles gleich. Dann haben wir Bad Mergentheim, da sieht noch alles gleich aus. Vielleicht ist ein Haus mehr geworden dazwischen. Achim oder Achem, sieht alles gleich aus. Neubrandenburg, auch alles abgedeckt. Köln, ah, das sieht immer dichter aus hier, ne? Das ist aber voll cool. Ist aber auch alles abgedeckt. Dann sind wir hier in Jena, alles abgedeckt. Dann nach Königsbrunn. Königsbrunn abgedeckt. Und jetzt kommen wir nach Bad Zwischenahn und da ist hier ein Häuslein. So, das heißt, wir müssen nach dieser Bushaltestelle da eine hin machen. Straße so und Briefkasten mit Bushaltestelle so passt. Und dann wieder die Lupe. Wir nehmen dieses Kütschlein und gehen hier auf Stadtbus Bad Zwischenahn, Fahrplan. Hier können wir zumachen. Und dann Rathaus nach Koblenzer Straße. Passt, abgedeckt. So, Bad Zwischenahn, dann gehen wir nach Gütersloh. Hier ist alles abgedeckt, da auch. Obwohl, ich glaube, die haben hier die Straße wunderbar schon ausgebaut, ne? Dann nach Lüneburg. Bin gespannt, wie das hier wird. Ist aber noch nichts daneben. Dann Zweibrücken. Zweibrücken hat diese Straße hier verbunden, glaube ich. Ich bin gespannt, ob das hier auch klappt. Fahren die Kutschen immer noch da oben rum nach da oder fahren die Kutschen hier lang? Warte mal, lass mal schneller laufen, ob wir das sehen können. Oh, voll der Stau, viel zu viele Kutschen, ne? Nee, die fahren da oben noch weiter rum. Hätte ich gedacht, dass die da nicht lang fahren. Gut, hier ist aber nichts zu machen. Dann gehen wir nach Bayreuth. Hatten wir letztes Mal ja hier die Haltestelle. Das ist aber hier schon gewachsen, dieses Haus. Das war nämlich auch so ein Haus wie das. Und ich glaube, dieses war auch so eins wie das. Also hier ist auch was geworden. Hier haben wir auch ein Haus, da oben. Da müssen wir jetzt hier oben eine Haltestelle bauen. Das ist ziemlich einfach. Müssen wir nur hier verlängern und dann die Haltestelle da setzen und schon abgedeckt. Ne? Wunderbar. Dann Lupe, Kutsche, Kutsche, Stadtbus, Fahrplan. Oh, ist glaube ich schon der letzte Halt, den wir hinzufügen. Ne? Rathaus und dann hier Albrechtshainer Straße oder so. Entschuldigung. Gut, passt. Das war schon der zweite. Jetzt sind wir in Bünde. Bünde ist hier, glaube ich, ein Stück länger geworden, die Straße. Sonst nix. Und dann sind wir hier in Ettlingen. Da ist da das Haus dazu gekommen. Da müssen wir jetzt gucken, wo die Bushaltestelle muss. Ich glaube, die muss da ein, ne? Also, da muss sie hin. Und das Häuslein da ein. Passt. Gut. Lupe. Kutsche. Stadtbus. Fahrplan. Rathaus, ne? Ja. Und dann da hochfahren. Passt. Gut. Dann sind wir schon, glaube ich, einmal rum. Wilsdorf noch mal gucken, nicht, dass noch was passiert ist. Nö. Schwandorf, was passiert? Nö. Lippstadt, was passiert? Nö.
Erlangen, was passiert? Nö. Benennen? Nö. Friedrichsdorf? Nö. Bad Mergentheim? Nö. Achim? Nö. Neubrandenburg? Nö. Köln? Nö. Jena? Nö. Königsbrunn? Nö. Bad Zwischenahn? Nö. Gütersloh? Nö. Lüneburg auch nicht. Zweibrücken? Nö. Bayreuth? Nö. Ist das Ende mehr geworden? Willig? Nö. Bünde? Nö. Ettlingen? Nö. Und wir sind durch. So, das heißt, wir gucken jetzt einmal nach den Haltestellen noch. Da. Wartend. Aufsteigend. Ja, Neubrandenburg 189. Bad Mergentheim, Achim, Achim, Schwandorf, wie sind das hier alle so? 18, ne? Das geht aber alles noch. Wellensdorf, hier unten sind die Neubrandenburger 10, 14 und 13. Das ist aber drei verschiedene Haltestellen. Das können wir so lassen, denke ich. Das passt schon. Achim Rathaus, das ist auch hier gleichzeitig. Achim zum alten Seebad. Oh Mann. Aber wir haben schon so viele Kutschen hier, ne? Sind schon 14 Fahrzeuge, da kann ich keine mehr drauf machen, dann können die nachher nicht mehr fahren. Weil das steht hier sowieso schon mehr, wie das ist wert, glaube ich. Fahren die überhaupt noch? Wo will der denn hin, dass der nicht fährt? Hier ist doch gerade keiner, oder? Ah, jetzt geht's weiter. Machen wir gerade schneller. Ach so, wir haben die Version 071. Wie ihr seht, gibt es hier zwei Tasten, die, glaube ich, neu sind. Das ist nämlich die Beschleunigung hier. Da kann man hier langsamer stufenweise, ne, die Fahrten schneller fahren lassen. Finde ich voll cool. So, ach so, wir wollten gucken. Ne, da haben wir schon drüber gesprochen gerade. Das sind schon 14 Kutschen. Und die fahren hier schon lang. Das funktioniert nicht, da noch mehr drauf zu machen. Hier ist, ja, wahrscheinlich Schiffe versinken, ne? Fährt keiner, doch da. Und diese waren alle an einem Fleck, ne? Ja, die sind alle an einem Fleck, drei Stück hier. Stehen noch welche, die sind ja gerade hier weggefahren. Bad Zwischenahn, die fahren nach hier, zwei Brücken, die fahren nach hier, sind also keine da, die warten würden. Hier kommt gerade der Zug an. Ettlingen, Ettlingen, das heißt, der Zug müsste voll sein, oder? Ja, 80 Personen. Wo ist der nächste Zug? Weit, weit weg, ne? Hier ist immer noch. Da kommt er. Einen dabei, okay. Und hier stehen wie viel nach? Innau. Nicht übers Wasser, sondern hier lang. 16, 17, 18. Ja, nur 18. Ja, ich glaube, es passt. Da werden wir nichts machen. Schwandorf Rathaus ist hier, ne, mitten im Ort. Schwandorf am Tore wollen 60 Leute hin. Wo ist am Tore? Hier. Wo sind Kutschen? Da. Stadtbus. 8 Fahrzeuge. 8 mal 6, ne? Also 48 oder wie war das ja, ne? Das heißt, hier fehlen welche. Da machen wir noch was drauf. Fahrplan, Stadtbus, Schwandorf. Stadtbus, Schwandorf, Nord? Was ist das? Wieso Nord? Weil sonst gibt's nichts, ne? Ja, dann wird er so sein, ne?
Kopieren wir einmal. Lassen da noch zwei mehr fahren. Ja, weiß nicht, warum ich da Nord eingegeben habe, aber ist halt so. Das war Schmarndorf. Zweibrücken-Rathaus ist hier. Da stehen aber nicht so viele, das passt schon. Ach ne, hier sind 67, zwei Brücken am Niedernholz. Wo ist das? Hier. Wir stehen am Niedernholz, 16. 67, ne? Wir sind auf der Linie Fahrzeuge, 12. Aber das ist hier auch schon wieder so, dass das nicht geht, ne? Entschuldigung. Ja, da mache ich auch keinen drauf, das macht keinen Sinn. Dann haben wir Köln. Rathaus. 81 zum Torgauer Straße. Die ist hier, mitten im Ort. Dann haben wir ja auf Dingens. 9 Fahrzeuge. Da würden noch ein oder zwei gehen, ne? Die kamen von hier, ne? Stadtbus Köln. Kopieren, starten, starten. Passt erstmal. Nochmal Erlangen. Das ist hier zum Rüberfahren. Ja, das ist. Da kommen halt immer wieder Schiffe und fahren Schiffe. Ne? Jetzt kommt gerade wieder einer. Das passt erstmal, denke ich. Wenn N sind hier unten 16. Gucken, ob der Zug hier irgendwann mal fährt. Steht der da unten wahrscheinlich, ne? Ja. Warten. Keiner im Zug. Intern warten sie. 27. Wie viele Kutschen sind denn hier unterwegs? Eine? Ja. Ich glaube, da müssen wir was tun. Ja, 27 bedeutet, wir machen da drei mehr drauf. Stadtbus wenn enden. Da sind dann drei, ne? Lass die mal fahren, damit das besser wird. Wo stehen denn hier? Da stehen nämlich auch welche, da wollen welche zum Bahnhof hin. Mehr ist nicht, ne? Dadurch ist schon abgedeckt, ja. Dann lass da mal welche noch fahren. So, Erlangen war dann da hinten, das spielt jetzt keine Rolle dann. Schwandorf hatten wir, das ist H2K und Königsbronn. Können wir auch mal gerade reingucken hier. Krugstraße, aber hier sind wahrscheinlich auch genug Fahrzeuge drauf, oder? 11 Fahrzeuge, da will ich auch nicht mehr drauf machen. Das macht keinen Sinn, so viele da drauf zu haben sonst. Und Gütersloh Rathaus ist auch noch voll. Gütersloh Weinberg 23, das ist alles machbar und mehr sind hier intern nicht. Der Rest ist doch, das ist nochmal Neubrandenburger Weg, aber das passt schon. Hier machen wir nichts. Gut, funktioniert erstmal, denke ich, oder? Ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Nächstes Mal spule ich wieder vor, bis was Neues gebaut ist. Leider 1400. Ne, 1842. Dauert noch ein bisschen, bis die nächste Lok kommt. Das war, glaube ich, 1854. Da haben wir noch ein paar Jahre vor uns. Und vorher passiert, glaube ich, auch nichts mit Industrien oder sowas. Die werden dann auch später erst kommen. Alles klar. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.